Herzlich willkommen hier zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Glaube ich, war dämlich, oder? Scheiße, komm wieder her! Okay, nee, sie gehen rein, alles gut. Hier ist noch eine goldene Scutula drinne. Ich weiß, die hätten wir auch im letzten Part eigentlich noch holen können, aber wir gehen jetzt lieber schnell in den wirklichen zweiten Dungeon, den wir ja schon im letzten Part freigesprengt hatten. Und genau so wird es hier auch weitergehen. Wir werden sehr viel mit den Bomben arbeiten müssen und wir sollten Dodongos Höhle. Boah, ich habe kaum noch eine Ahnung, was ich machen muss. Hä? Ah ne, du sollst schon reingehen, Link. Sieht aus, als wären wir hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Okay. Wer bist du? Ach, du bist ein Gegner! Was soll ich denn gegen den machen? Wie funktioniert das nicht? Ich bin tot. Das kann ich vergessen. Hier ist noch was. Eine Kiste. Die Labyrinthkarte. Haben wir die wenigstens schon mal. Auch gut. Hier kann man doch hoch, oder? Was ist denn, Navi? Etwas blockiert die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Ja, es war dämlich geworfen. Das gebe ich gerne zu. Ich leg sie einfach davor ab. Hä? Ich werde so hart sterben. Ja, und jetzt... Unlogisch. Hat das jetzt auch nichts gebracht? Nö. Ich hasse die Kamera. Genauso wie dieses dämliche Geräusch. Ich weiß, dass ich nur ein halbes Herz habe. Ich dachte, die Dinger gehen... Ja, gut. Aber jetzt bin ich ja wieder bei dem Viech. Das so gut ist, weiß ich nicht. Okay, da ist eine Wand zum Aufsprengen. Da ist ein Mistvieh, mit dem ich mich eigentlich nicht so gerne anlegen würde. Okay, geh weg, geh weg, geh weg. Ist scheißegal. Ach, egal. Ja, ach komm, und jetzt ist es auf einmal wieder wach, oder was? Komm, gib einfach die Bombe, wir machen lieber weiter.
Warte, was genau ist denn hier? Was ist das wohl für ein Stein? Ich glaube, darin versteckt sich eine Fee. Vielleicht kannst du sie ja irgendwie hervorlocken. Bestimmt später irgendwann mit einem Lied oder sowas. Wir müssen da vorbei. Kommt, ist doch perfekt. Das muss doch sterben dadurch, oder? Perfekt. Ach, Jut. Ach, und da ist noch eine Wand. Klar bin ich sehr, sehr langsam unterwegs, aber das ist besser, als wenn ich gar nichts checke, finde ich. Oh, das sieht gut aus. Wir können es Heilung geben. Oder auch nicht. Wir sind lieber nur noch Gegner. Was sind das für welche? Gib mir doch ein Herz. Ja, ich kann ja nur abhauen, hä? Ich habe hier sonst gar keine Chance. Die hier können wir schieben. Und zwar auf den Knopf drauf. Wenn man es nicht so dämlich macht wie ich. Ja, ich finde die Kamera aber auch mega doof. Schon öffnet sich das Gitter. Ich meine, ich habe hier irgendwo was vergessen. Ja, habe ich ja auch. Das können wir auch noch nicht erreichen. Meine ich. Da können wir das erreichen. Weil hier ist ja die Wand. Ne, ich scheine hier nichts übersehen zu haben. Weil hier sind ja nirgendwo Bomben. Müssen wir dann später nachholen. Da gibt es dann noch was, wie wir das machen können. Oh, gönn mir doch mal ein Herz, jetzt mal ohne Witz. Oh nein. Oh, danke. Wenigstens ein Herz. Ach Gott, ach Gott. Ausrüstung, Ausrüstung, einen Moment. Ausrüsten bitte. Danke. Okay, so kann man sich ducken. Ich glaube, ihr müsst nicht darauf warten, bis sie euch angreifen. Hä? Wieso verpisst er sich denn jetzt? Soll ich ihm echt hinterher rennen? Toll, der ist ja mega schnell. Wie soll ich das denn machen? Hä? Hier ist noch einer. Ach, lol. Die ganze Zeit nur diesen einen gesehen. Okay, ich bin sau dämlich. Toll, jetzt springt er auch weg. Alter, war das knapp. Okay, der ist down. Der ist wenigstens schon mal down. Was soll ich denn mit diesem dummen Rubin? Alter. Warte, da drüben sind noch Krüge. Ach, danke schön. 2,5 Herzen haben wir wieder. Das ist so entspannt. Wir sind vorhin die ganze Zeit nur mit einem halben rumgelaufen. Brauche ich da auch schon wieder eine Bombe? Okay, hier ist aber auch eine. Gib her. Ja, reicht nicht, ne? Ich muss lernen, die besser zu werfen. Da einfach mal abzulegen. Ich weiß aber nicht, wie man sie ablegt.
Manchmal funktioniert's, manchmal funktioniert's nicht. Toll, der wirft sie immer nur nach hinten, hä? Warum das denn jetzt? Das ist dieses große Viech, was da rumläuft. Ja, und jetzt legt es ab, oder was? Ja, alles klar. Er hat es doch gerade eben auch abgelegt, als ich nur A gedrückt habe. Geht doch. Hä? Ist das jetzt hier? Du hast gesiegt. Lass mich dir einen Dekostab anbieten. Kostet 15 Rubinen. Na, ganz bestimmt nicht. Willst du mich verarschen? Mehr ist denn nicht? Das ist schon lächerlich. Dafür, dass wir jetzt so viel Zeit hier verschwendet haben. Okay, ich sehe schon, es wird auf ein Fackelrätsel hinauslaufen. Alles gut. Ich glaube, ich habe es nur aggressiver gemacht, das Viech. Oder auch nicht. Ist tot. Ach doch, tötet. Ihr müsst es mit den Fackeln sogar machen. Aber ihr müsst zuerst diese Viecher dort besiegen, weil die euch sonst behindern könnten. Scheiße, ich hab doch ein blödes Feuerschild, hä? Was soll ich denn tun? Ah, renn weg. Wieso verreckt denn dieses Viech nicht? Hä? Willst du mich verarschen? Nein, ich kann's da auch nicht sehen. Wartet, ich hol mir jetzt nochmal eine Bombe und versuch's so. Ist ja gleich hier. Willst du mich verarschen? Willst du mir jetzt wirklich sagen, dass es nicht gestorben ist? Das ergibt gar keinen Sinn. Wie soll ich es denn bekämpfen? Ach so, am Schwanz. Ja, okay, macht auch Sinn. Danke. Oha, wir sind wieder full life. Vielleicht sollte ich öfter mal diese Sprungattacke nutzen. Die nütze ich ja nie. Alter, diese Drehungen sind so schlimm. Okay, ich hab's zwar irgendwie geschafft, aber wir müssen jetzt die Fackeln anzünden. Also Items, Stöcker wieder auswählen auf X. Dann öffnet sich auch hier das Gitter. Könnt den Stock wieder weglegen. Braucht man ja nicht mehr. Was ist das? Achso, das öffnet. Achso, okay. Nice. Ach, und jetzt sind wir hier und da hinten konnten wir ja vorhin nicht weiter. Was? Das elendige Drecksviech schon wieder. Alter, Link, sei nicht dumm. Also wir werden natürlich auf gar keinen Fall den ganzen zweiten Dungeon heute schaffen. Weil ich bin ja auch nicht so gut in dem Spiel. Ah, okay, hier weiß ich, was man machen muss. Hier ist noch eine bröckelige Wand. Okay, dann halt nicht.
Mach mal auf, bitte. Was ist hier Schönes? Noch eine Tür. Oh nein. Da ist eine Truhe. Aber ich weiß, dass sie bewacht wird. Was soll ich tun? Da macht der Damage. Warum verreckt denn dieses Viech nicht? Ach, wisst ihr was? Ich kann ja jetzt einfach dran, oder? Ja. Vielleicht kann es auch gar nicht sterben. Bin auch dämlich. Was bekomme ich? Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Die scheinen ja alle zu haben. Lass mich doch raus. Was denn? Das blockiert die Tür. Ich komme wirklich nicht raus. Ich muss es besiegen. Ich weiß auch nicht wie. Ich werde sterben. Ich weiß nicht, wie man es besiegt. Es ist tot. Wirf die Bombe weg, du Vollidiot. Ja, Link, ich kann's verstehen, du bist erschöpft, aber wir müssen hier weitermachen. Wir können jetzt nicht einfach aufgeben. Aber mir gefällt der zweite Dungeon schon viel mehr als der erste. Weiß nicht, ich mach den ersten irgendwie nie. Ich weiß, man kann ja auch viel, viel schneller hochkommen, aber lasst mich, ich kletter so hoch. Ach, bitte gönn Herzen. Danke. Drüben sind auch nochmal welche. Hoffentlich. Weiß es ja nicht. Ja, eins. Oh. Ach, das ist eine goldene sogar. Nice. Das eine goldene Scutula zerstört. Er hält dafür ein Symbol. Nee, jetzt sehe ich erstmal, wie die Schatzkarten dargestellt werden. Die Schatzkarten. Die Schatzkisten. Na, da kommen wir ja gleich erst hin, oder? Ja, ich glaube schon. Was ist das denn hier? Besiegt erstmal diese Viecher. Ganz wichtig. Mit denen wollt ihr euch nämlich, glaube ich, nicht anlegen. Glaubt mir. Was soll ich denn jetzt hier wieder tun? Na, wirf. Wirf, Link. Ich verstehe nicht, warum er manchmal nicht wirft und manchmal schon. Ach du Heiliger. Ist er tot? Nee, er ist jetzt mega aggro. Ich hab genau den Falschen erwischt. Wieder. Okay, komm, mach frei den Weg. Ich erwische immer den Falschen. Das ist so unlucky. Wir müssen halt den hier bei der Leiter treffen. Hä? Kann man jetzt sagen, das funktioniert nicht? Oder ist das eine bestimmte Reihenfolge? Könnte auch sein. Na, der wird halt nicht treffen, die Bombe, ne? Doch, doch. Scheint eine Reihenfolge zu sein. Wird immer besser, die zu töten, oder? Da oben ist ja der Schalter.
Hä? Muss doch da hoch? Jetzt komme ich dir doch nie und nimmer weiter. Ja, was? Ja, etwas blockiert die Tür, ich weiß. Ist mir ja bewusst. Och, scheiße. Ach so, ach, ich bin so dämlich, es tut mir leid. Aber solange ich es immer noch checke, ist, denke ich, immer alles gut. Nein, 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 nein. Danke. Aber wo soll ich denn jetzt? Achso, da ist eine Brücke, ups. Jetzt sind wir über dem Eingang. Auch gut. Ah ja, hier war ein Schatzkisten. Ich erinnere mich! Ich glaube, ich will den Part lieber beenden. Wir machen hier lieber beim nächsten Mal weiter. Auch wenn das für mich dann auch gleich sein wird, ist egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.